So, liebe Leute, und bevor die gute und demokratische Bundesregierung uns wieder einsperrt und vielleicht am besten die Türen zusammenschweißt, damit wir auch nicht entkommen können. Apropos, heute wurde ja der neue Lockdown vorgestellt. 4 Wochen Therapieprogramm genannt. Ab Montag ist dann wieder alles dicht. Gastronomien und so weiter. Toll, weiter so. Und für einen gewissen Politiker, den ich glaube, der heißt Klabauterbach oder so, für ihn ist es nicht, war das nicht genug. Er hätte gerne auch Kontrollen im Privatraum. Also, dass jetzt einer kommt und mich in mein Haus kontrolliert, hört er sich das jemand an? Und ja. Wer sowas toleriert, ist halt ein guter Bürger. Wer sowas, also diese Logik einfach absurd findet, der ist ein Verschwörungstheoretiker, meine lieben Zuschauer. So, genug geredet. Jetzt fangen wir mal an. Und ich habe für euch eine Ruby Cream, einen Brotaufstrich, rosa Brotaufstrich, Ruby Cream von Rewe. Zarter Brotaufstrich mit Schokolade aus der Ruby-Kakaobohne. Die kennen wir ja. Dieser schönen Farbe. Rewe, wie gesagt, 1,95. Mal schauen. Zutaten hier, Zucker, pflanzliche Öle. Mich interessiert hier der Anteil von der... Wie viel der Anteil ist? Oder ist es nur normale... Nee, aus der Ruby-Kakaobohne. Also ist es nicht gefärbt oder so, hoffentlich. Rote Beete-Extrakt, also okay. Also ich habe hier den kleinen Verdacht, dass es einfach irgendwie gefärbt ist. Naja, es glänzt auch schön hier oben. So sieht's aus. Riecht erstmal nach gar nichts. So. Und damit wir es besser testen können, vielleicht können wir es danach ein bisschen auch mit der guten alten Nutella vergleichen. Und zum besseren Test streichen wir mal die gute Ruby-Creme hier auf so ein auf einen Pfannkuchen. So, nehmen wir mal die Hälfte. Okay, ich möchte die erstmal... Oh, komisch hier. So. So ein... Da oben ist so eine... Naja, so eine Schicht, dickflüssige Schicht. Und unten ist die Creme. So. Ich streiche erstmal und dann probiere ich es mal. So, und solange ich streiche, wie findet ihr die... Maßnahmen, die neuen. Wie findet ihr, dass wieder so viele Unternehmen zerstört werden durch diese schöne und demokratische Maßnahmen unserer Regierung? Schreibt mal eure Meinung unten. So. Ich probiere jetzt mal ein bisschen hier von der Creme. So Leute, entschuldigt wieder den komischen Cut hier. Ich weiß nicht, irgendwas hat der Kamera wieder nicht gefallen. So, ich habe hier noch ein weiteres mit Nutella bestrichen und ich probiere jetzt mal. Ja, schmeckt säuerlich, aber mehr süß. Irgendwie weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also hört sich irgendwie nach Fake Ruby an, ich weiß nicht. Also hier steht gar nichts drin, wie viel da drin ist von der Ruby-Kakaobohne. Da gibt es auch rote Beete-Extrakt für die Farbe, also...
weiß nicht, ob das jetzt real ist. Also schmecken tut es jetzt auch nicht sonderbar. Also schmeckt süß einfach. Ja. Es versucht ein bisschen diese Säure zu imitieren, aber naja. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass es so günstig war im Gegensatz zu, im Vergleich zu einem Pistazienbrotaufstrich, der kostete 3,99 oder so und der 1,95 und dann habe ich mir gedacht, wieso denn so günstig? Jetzt weiß ich wieso. So, jetzt esse ich mal einen Pfannkuchen mit einem Teller auf. Habe ich den schon gezeigt? Ich weiß nicht. Die würde ich jetzt als in meinem nächsten Video machen. Street Fries. Ja, so Fertigzeug von McCain. Ich werde es im Ofen machen, weil ich habe jetzt leider keine Mikrowelle mehr. Deswegen machen wir es im Ofen. Egal. Fazit. Nee. Müsst ihr nicht kaufen. Also für mich ist es so eine Billig-Creme. Vollgepumpt mit Zucker und Aromen und ich weiß nicht. Also wie gesagt, rote Bete-Extrakt für die Farbe, weil Ruby-Kakaobohne an sich ist ja schon so pink. Also wieso muss man dann rote Bete rein tun? Naja, gut. Dann lasst mal eure Kommentare unten im Video, eure Likes, Abos und wir sehen uns hoffentlich als freie Bürger und nicht eingesperrte Bürger beim nächsten Video. Ciao.